Ich komme aus Frankfurt, studiere Philosophie und Wirtschaftswissenschaft. Ursprünglich aus der Pfalz. Aus Hamburg. Karlstadt, beziehungsweise wohne ich jetzt in Bamberg. Jena. Mein Projekt ist die Grüne Jugend Fulda. Komme mittlerweile aus München, eigentlich aus Aschaffenburg. Hier mit dem Projekt Jugendwart hier. Über unser Jugendparlament hingeraten. Ändere da quasi ein bisschen Schule und Denkschule neu. Ich studiere in Erlangen Energietechnik. Ich studiere dort Lehramt. Zurzeit mache ich ein FSJ in Magdeburg bei der IG Baugewerkschaft. Und ich mache soziales Unternehmertum. Ja. Okay. Oh. So, 1-0 für uns. Ich glaube, ich bin manchmal so ein bisschen der Klassenclown. Aber das kann auch ganz motivierend sein und ein bisschen Leute mitnehmen. Ja, meine Existenz als junger Mensch. Wie, weil ich die Frauenquote hebe? Musik. Ich denke, ich habe schon so ein paar Erfahrungen, halt, was man machen kann, wenn man irgendwie ein bestimmtes Ziel hat oder sich einbringen möchte. Gleichzeitig als Student von Philosophie hat man manchmal ein bisschen andere Ansätze, gerade auch zu politischen oder wirtschaftlichen Themen. Wo eben jeder, inklusive mir, halt sein Wissen einbringen kann. Ich habe einfach Spaß daran, mit anderen Leuten was zu tun. Ich denke, ich finde es immer schön, wenn Leute zusammenkommen und ich hoffe, dass ich da mal einen Beitrag leisten kann, ein bisschen Lebensfreude mit reinbringen kann. Was willst du denn? Hast du vegetarisch oder so? Nee, ich bin da vegan. Krass, wir sind hier in so einer alten Villa und es ist einfach total cool und total schön hier. Kamen die ersten Menschen auf mich zu, die ich noch vom letzten Jahr gekannt habe, und haben mich ganz herzlich begrüßt. Da habe ich mich so richtig wohl gefühlt gleich. Am ersten Abend gemeinsam hier vor der Villa auf dem wunderschönen Rasen sitzt, auf den Wannsee guckt. Und ich zusammen mit ein paar Freunden hier am See gesessen habe. Reden und intelligente Gespräche führen. Es waren eigentlich gestern bei den Diskussionen. Als Simon doch unverhofft noch gekommen ist. Gestern Morgen nach dem Frühstück sich noch eine Viertelstunde auf die Wiese zu legen und einfach zu chillen. Und einfach sich auf die kommenden Tage freuen kann und merkt, was man wieder alles mitnehmen kann. So viele kleine Ideen, die man irgendwo überall sich mit abgeguckt hat oder aufgenommen hat. Ein bisschen wortgewandter werden. Werden mir einige Initiativen angucken, die ich jetzt kennengelernt habe hier. Ganz konkret habe ich hier ein spannendes Projekt über Urban Gardening kennengelernt. Und ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal versuchen, wenn ich zurückkomme, mich damit näher zu befassen, weil wir in Fulda eben auch Urban Gardening haben. Das werden wir auf jeden Fall in unserer Gruppe in Frankfurt diskutieren und hoffentlich umsetzen. Mich hier mal den ehemaligen Flughafen angucken, dieses Gartenprojekt, weil ich noch ein paar Tage hier bleibe. Und weil ich gerade hier gesehen habe, dass so viele andere Leute sich auch in irgendwelchen Dingen engagieren, dass der Spaß, der vorher schon da war, dass der sich noch mehr verstärkt hat. Wir haben hier einen Haufen politisch engagierter Jugendliche, die sich darüber freuen würden, wenn sie hier auftauchen würden. Und das genau aus dem Grund, weil ich glaube, dass vor allem junge Menschen in der Politik oft nicht gefragt werden. Dass man auch während dem Tag sehr viel mitnehmen kann und lernen kann und coole neue Leute kennenlernt. Denn ja, hier wäre mal eine ganz neue Landschaft an Leuten, die du ansprechen kannst und nicht immer nur die Leute in unserem Umkreis. Einfach ganz viel mitnehmen kann für sich selber. Und ködern würde ich sie, glaube ich, einfach mit einem Bild von dieser wunderschönen Villa. Total toll. Nirgendwo gibt es billiger 4 Tage Berlin. In der grandiosen Villa und obendrauf ist es eines der besten Seminare für politische Partizipation, das ich je gesehen habe. Checker. Hast du sehr schön gemacht.